Und Teahoi und willkommen zurück zu Fuel Rising. Whatever. So, einen wunderschönen. So, ihr seht immer noch scheiße warm. Überall Licht, überall Sonne, unangenehm. Aber heute schmelzen wir unser erstes Erz. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich erhoffe, dass es dann alles ein bisschen schneller geht. So, dann machen wir alles rüber. Hui. Ah, ging noch schnell genug. Produzierst du schon fleißig vor dich hin jetzt? Jawohl. Schön. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt bald mehr Kupfer, um alles schön zu produzieren. Weil das will ich halt wirklich gerne schnell haben. Und ich würde sagen, oberste Priorität hat dann, ja, was eigentlich? Ich glaube, oberste Priorität wird dann Dings haben. Die Holzhacke und danach der Knüppel. Die Waffe erstmal überhaupt nicht. Mal ganz ehrlich, du kommst auch mit der Anfangswaffe halt echt super gut klar, finde ich. So, hier kriegen wir einen Kräfte, Gerberei. Okay. Wann wird denn jetzt Nacht? Oh, wir sind kurz davor. Wann wird denn hier jetzt endlich... Ach so, jetzt. Klassiker. Wann wird denn hier jetzt mal... Ah, jetzt. Okay, cool. Gefällt mir. So, du kommst bitte rüber. Okay. Ja, und jetzt in der Nacht werden wir auf jeden Fall uns umschauen nach neuem Blut, dringend. Ach, jetzt habe ich diese dämliche Waffe. Ja, wir brauchen irgendwo wie eine Art Mülleimer mal, Leute. Ein Tag, okay. Bohrkapazität, Diener. Diener-Sarg? Wait, was? Ein Diener-Sarg? Okay, das ist cool. Das heißt, was gibt's denn hier alles? Also so langsam wird für mich das PvP auch richtig interessant, muss ich sagen. Nicht das PvP, entschuldigt bitte. Der Multiplayer richtig interessant. Vielleicht machen wir Multiplayer, Leute. Vielleicht kommt das ja. Also wenn, dann sowieso ein Community-Server wieder vom Teehaus noch. Mal gucken. Werte das Schlosserz auf. Ja, wir brauchen erstmal Kupfer ohne Ende. Aber ich würde jetzt, bevor wir das machen, also wir brauchen halt echt Tonnen an Kupfer, das sind 15, 16 Barren pro Stück, würde ich jetzt erstmal schnellstmöglich wenigstens, ne, so ein bisschen... Was, davor brauchen wir schon Essenz? Warte mal, kann ich die einfach so stellen? Wie riesig ist das denn direkt? Okay, alles klar, Günther, machen wir so. Wie groß darf es sein? Ja. Okay, dann brauchen wir eine Mühle und dafür brauchen wir Schleifsteine. Und woher kriege ich die Schleifsteine? Ja, okay. So viel jetzt zu tun. Also ihr merkt, dieses Spiel, das hat schon einen absoluten üblichen Suchtfaktor für diesen Bereich. Nämlich dieses, ich muss noch. Ja. Und ich glaube, das merkt man auch krass. Ich bin jetzt auch immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ja, also... Dort, wo die erste Folge entstanden ist, in der gleichen Session bin ich immer noch. Natürlich zwischendrin immer kurz pausieren, ne? um so hochzuladen, aber... Und um sie zu schneiden. Aber in der gleichen Session. So, komm her. Aber interessant ist, dass wir jetzt einen Samen gefunden haben. Früher wäre es geil gewesen, da hätte ich gesagt, oh nice, ne? Pflanzen wir in die Base. Aber jetzt sehe ich dafür kaum Verwendung. Da ist ein Teddybär. Okay, gerade mal 8%. Ja, mein Guter. Wieso, was machst du denn in der Nacht wach? Was machst du denn in der Nacht wach, du Mistvieh? Tschüss. Schlafen. Also endgültig. Manu, ich wollte dir doch gar nichts tun. Du sollst doch erst wachsen, ein großer, starker Teddy werden und dann hätte ich dir was getan. Psst, nicht verraten. So. Ein bisschen Stein. Und noch ein bisschen Holz. Oh, drei auf einmal. Ja, das ist cool. Ja, das wertet das Schlossherz auf. Das wird ein bisschen dauern. Ne? Da brauchen wir echt einige Metz zu. Im Übrigen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Sobald es anfängt, massiv grindy zu werden, dann könnte es wirklich sein, dass ich die Farm-Sachen offscreen so ein bisschen mache, ne? Also dann nichts erkunden oder entdecken, sondern halt nur, keine Ahnung, wenn ihr jetzt wirklich 15 Stunden übertrieben, aber 15 Stunden jetzt beschäftigt wäre, Holz zu kloppen, ja, das mache ich dann nicht live im Let's Play, sondern das machen wir dann offscreen. Weil das muss ja echt... Oh,
55%. Sehr schön. Oh, der ist... Oh, sehr schön. Der tut mir leid, mein Kleiner. Du bist halt echt gut. Sehr schön, sehr schön. Blut aufgefüllt und 7 und... Oh, sehr schön. Okay, alles klar. Verstehe. Verstehe. So, gib mir wieder den... Wo ist es? Wo ist ein... Spawnt das Kupfer nicht nochmal? Warte mal. Das wäre jetzt unfassbar interessant, wenn das nicht mehr spawnt. Also hier oben, das war ein anderes. Nee, das Zeug ist mir jetzt egal. Ich glaube... Oder es hat einen sehr langen Spawn. Das kann auch sein, ne? Es ist halt einfach super, super lange dauert. Das kann natürlich sein. 26, sehr schön. Nehmen wir den noch mit. Moin, Jung. Was? Was bist du denn? Hä? Wo ist er denn? Ach, das ist so ein... Oh, das ist so ein Kriegertyp. Oh, die nerven. Also die tun nicht weh. Also die sind nicht schlimm, aber sie nerven halt einfach. Nee, 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 Günther. Aua. Tschüss. Grauer Faden. Also wenn was für uns interessant ist von den Banditen, dann ist es vor allem Papier tatsächlich. Wegen Forschen, ne? Tschüss. Oh, schön hier. Njam, 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 njam. Aber worauf ich auch mal gespannt. Das ist so eine Krete. Das haben wir einmal schon gesehen. Aber wo? Ah, oh, da war Leder. Sehr schön. Wo habe ich das mit der Krete schon gesehen? Hier ist wieder so ein komisches Metall. Wo habe ich das mit der Krete? In dem Ungeziefer-Ding, was wir in der... Ich glaube, in der letzten Folge war das. Ich glaube schon. Als wir das abgerissen haben. Ach nö, jetzt hätte ich das probieren können. Naja. Aber wie komme ich jetzt da unten zu dem Kupfer? Von ganz oben runterspringen? Ja, sehr gut. Moin, Jungs. Ich will eigentlich nur zum Kupfer und scheinbar muss ich deswegen einmal bei euch vorbei. Tut mir fast nicht sorry. Ist alles Essenz. Ist alles Essenz. Das ist ja das Schöne in dem Spiel. Jeder Gang macht schlank, so eine Art. Und kein Gang ist verschwendet. Das ist das Schöne dran. Kein Kampf ist verschwendet. So, einmal. Ja, guck mal. Hier runter, denke ich mal. So. Dann noch einen runter. Und dann sind wir da. Ah, sehr schön. Ja, den nehmen wir noch mit. Kupfer ist wertvoll. Zumindest derzeit für uns noch. Ich denke langfristig, das wird wahrscheinlich, denke ich, wie Wisser in jedem dieser Art Games sein. Langfristig wird das alles egal sein. Langfristig wird das wohl alles egal sein. Ja, spring einmal runter. So. Lass mal schauen. Ja, wir gehen jetzt schon zurück, oder? Wir können die Blümchen hier auf jeden Fall mal mitnehmen. Was seid ihr? Achso, apropos. Ja, warte mal. Ich wollte dieses Schwert hier ablegen, dieses Mistschwert. So, tschüss. Warum weiß ich jetzt schon, wenn ich das nachher sehe? Boah, krass. Woher kommt denn jetzt hier die Waffe her? Ich weiß es doch jetzt schon. Ich weiß es einfach jetzt schon. Ich kenne mich einfach. Wäre auch schlimm, wenn ich mich nicht kenne. So, also als erstes machen wir, würde ich sogar sagen, die Keule. Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das alles aus Stein von dem Schloss. Und dementsprechend viel Stein werden wir brauchen. Und wie gesagt, das Schloss sollte zumindest der erste Raum so ein... Ich würde jetzt auch noch nicht viele kleine Räume bauen, wie wahrscheinlich später mal, sondern wirklich einen großen Raum, ja, wo wir alles reinhauen, dass wir einfach auch tagsüber arbeiten können, dass es halt da losgeht. Dann die Palisade würde ich tatsächlich wegknallen. Die kommt dann schon eins weiter unten hin und so weiter und so fort. So, wie sieht's aus? Wir haben 16, das ist doch schon mal schön. Mach schon mal den Kram rein. Oh ja, warte mal, das bitte. Ach, das ist Lehm. Wo habe ich ein Lehm her? Habe ich das gerade aus dem Banditenlager? Ich glaube schon. Okay. So, du machst hier mal bitte weiter. Bretter können wir immer brauchen. Wir haben noch Zeit, sehr schön. Burg. Wir brauchen Stein, Ziegel und Bretter. Woher kriege ich Ziegel? Mühle. Um Rohstoffe in Ziegel und Staub zu verwandeln. Woher kriege ich Schleifsteine? Schwierig. Woher kriege ich jetzt Schleifsteine? Ja. Nee, jetzt mal ohne Mist. Hä? Was? Woher kriege ich denn jetzt Schleifsteine? Hallo?
unbekanntes Rezept. Steinstaub und ja, ist aber ein unbekanntes Rezept. Hä? Ich bin jetzt schon grundsätzlich verwirrt. Okay, wir brauchen irgendwoher Steinstaub. Aber um Steinstaub zu kriegen, brauchen wir doch bestimmt die Mühle. Und um... Warte mal. Das wäre ein bisschen weird. So, wir bauen jetzt erstmal die Blutpresse. Also das wäre weird, ne? Wenn du für das eine brauchst und für das andere das andere. Hey, herzlichen Glückwunsch, sie haben sich hardlocked oder so. Aber das kann ja nicht sein, Leute. Das kann ja nicht sein. Also doch, theoretisch sein kann alles, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier machen wir mal das Bachelor-Stückchen rüber. Jetzt wollen wir ja die Blutpresse. Naja, auch ein Vampir braucht was zu trinken, ne? So, stehe ich hier richtig? Ja, sehr schön. Hier könnte ich... Oh, hier kann ich die Ratten rein. Oh, und damit ist auch die Rattenpresse... Oh, Leute. Ist das genial? Okay, genial. Ja, rein mit dir, tschüss. Und hier können wir auch die Organe reinlegen. Okay. Ich lege die jetzt einfach mal rein. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, war ja bisher eh nur wahrscheinlich Quatsch und daher... Und jetzt war es irgendwas, wo ich mich später richtig ärgere. Boah, hätte ich doch die Organe nicht reingemacht. Und soll ich euch was sagen? Mit dem Glück von mir wird das safe sogar genau so sein. Und zwar exakt so. So, warte mal. Du Ratte kommst auch noch raus. Sortier den Kram mal bitte. Und jetzt bitte den Kram rüber. Wir haben halt ultra viel davon. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir gucken dann tatsächlich doch relativ schnell nach der Bogenschützin. Das ist aber echt heftig, ne? Wobei, wir hatten... Hatten wir die Ausrüstung vor uns schon? Nee, ne? Hier brauchen wir Faden. Ach, warte mal. Die haben Bonis, das wusste ich gar nicht. Ach ja, nice. Ja, aber wir brauchen auch... Nee, Leute, wir brauchen überall Leder dafür. Das Quartering. Grabstaub. Sichere Kraft, kritische Trefferchance. Sehr, sehr geil, okay. Sehr geil. Für den Speer. Stimmt. Warte mal, wir können uns wenigstens den Speer, würde ich mal sagen, bauen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können uns, würde ich sagen, den Speer noch bauen. No? Und mit dem Speer dann Step by Step voran. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Noch den Speer bauen. Lass mal gucken, dass wir schnell noch ein bisschen Kupfer finden. Dass doch jetzt der Speer die oberste Priorität kriegt. Tatsächlich, ironischerweise. Weil ich wüsste jetzt nicht was. Aber da gehen wir jetzt mal hier hoch erkunden. Und vielleicht nehmen wir den Trient gleich mit, wenn es geht. Ja, nee, einfach weil ich glaube, wir hatten vorhin bei der Jägerin den Speer schon gehabt, den wir jetzt haben. Und da haben wir halt echt quasi keinen Schaden gemacht, ne? Also das war halt ein Witz. Halt, bleib mal stehen. Tschüss. Ah, nehmen wir mal mit. Ach, guck mal, hier hinten ist wieder Kristalle. Nehmen wir gerade mit. Weil für den einen Ring, habt ihr ja gesehen, ne? Da brauchen wir Juwelen. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht drauf geachtet, welchen. Und wir haben ja schon ein paar. Aber besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, ne? Oh Gott, diese alten Sprüche. Aber sie stimmen halt. Vor allem in solchen Games. 20, 17, 22, 28, 35. Sun is rising, jo. Leider. Kann ich nicht irgendwie. Also, so wie in manchen Spielen, so einfach bitte mal Nacht machen? Und dann nennen wir das The Cedric is rising oder so? Cedric. Oh Gott. Sonne! Der drängt mich in die Sonne, merkt ihr das? Er drängt mich ins Licht. Aber wo ist jetzt Kupfer? Es gibt hier scheinbar bei uns keins mehr. Aber jetzt über die Brücke ist halt Dreck. Oh, lass mich hier durch. Hallo. Danke. Okay, auf jeden Fall haben wir unser Gebiet jetzt relativ gut erkundet, würde ich mal sagen, ne? Finde ich aber auch wichtig. Ich liebe Erkunden. Erkunden ist wichtig. Ach, guck mal. Das ist auch wirklich so ein Fog of War, so ein bisschen. Ne? So ein Nebel des Krieges. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Also, es ist auch super interessant. Das ist... Wenn ich das so sehe, wäre das wahrscheinlich die zweite Überlegung gewesen. Boah. Haha, es reicht genau. Jetzt interessant zu wissen, ob das von denen genauso geplant ist. Oder ob das einfach nur ein Zufall war, ne?
Ja, hier ist, das sind jetzt wieder, genau. Jetzt sind wir im 16er Gebiet. Was ist das? Ja, geh erstmal aus dem Sonnen raus. Danke. Banditencamp, wieder Papier. Sehr schön. Und hier oben ist, oh, da oben ist ultra viel Kupfer. Da gehen wir hin. Scheiß auf das Banditending. Leute, scheiß drauf. Schön zum... Boing. Schön. Herr Baumbart, ich hab doch nichts gemacht. Ich hab doch diesmal gar nichts gemacht. Warum ist Baumbart auf mich sauer? Wieso sehe ich? Ah, jetzt. Was? Was? Du verfolgst mich immer noch. Was soll das denn? Ja, man kann's machen, ne? Ich kann nur hoffen, dass jetzt die Sonne nicht dazwischen kommt. Oh Gott. 2 Jahre später. Vielleicht mit einem... Oh, warte mal. Vielleicht tatsächlich jetzt... Das klingt jetzt ganz dumm, aber mit einem... Ja. Mit der Axt machen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden gegen ihn. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Stimmt, Leute. Lass uns Narod einfach bitte... Lass uns Narod einfach Dings machen. Doch die Äxte, weil wir machen ja damit auch mehr Schaden. Boah Gott. Und jetzt kommt natürlich die Sonne noch dazwischen, ne? Ist schon klar. Klar. Wie soll es denn auch anders sein? Moin. Ja, guck mal, wir machen ein bisschen mehr Schaden. Jetzt nicht unfassbar viel mehr, aber schon ein bisschen mehr. Ach, der ist ja gar nicht so... Ich glaube, wenn jetzt keine Sonne wäre, wäre der super einfach. Okay, der ballert irgendwas. Was? Ja, da wäre der unfassbar einfach. Alles klar, Junge, ich verstehe schon. Wie er uns jetzt wieder zeigen muss, nee, wäre ich nicht. Ist ja gut. Wir haben es ja kapiert. Okay, weg. Das Problem ist halt, das Ganze noch beim Sonnenschein. Baumbart, wir haben dir nichts getan. Also, ja doch, vielleicht. Also dir jetzt nicht, aber deinen Neffen und Cousinen vielleicht so ein bisschen. Aber das waren die Bösen. Die, oh Gott. Die haben mit Saruman zusammengearbeitet. Guck, ich war wieder einfach ausrastet. Oh, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Für die, die von euch Witcher 3 kennen. Es... Ja, für die Witcher 3 kennen, tschüss, ich bin raus, Jungs. Was? Wie der mich komplett wegrassiert. Aber so komplett, ne? Also nicht so ein bisschen Hallo, sondern einfach nur die komplette Vernichtung. Okay, ja, Leute, machen wir später. Hammerhart. Ja, ein bisschen schade, ne? Aber ich glaube, wenn man richtig aufpasst, dann kann man den so Step by Step runterspielen, aber... Es muss ja jetzt nicht sein, wir haben anderes zu tun. Kupfererz. Irgendwann, weil das finde ich schon, irgendwann muss man auch sich dann überlegen, was man macht, ne? Also ob man jetzt sinnbefreit Zeit verschwendet oder ob man dann einfach weitergeht und sagt, ach komm, später mal. Das ist wieder so eine Blume, muss nicht sein. Die Blumen sind auch nicht angenehm, wobei die waren gar nicht so schwer. No. Aber wir brauchen es halt einfach nicht, de facto. So. Und hier hinten waren mich diese ganzen Kupfervorkommen, nur deswegen bin ich hier hinter eigentlich. No. Naja, ich hab's schon wieder gehört da, Mr. Baumbart, nö. Warte mal, ich regeneriere auch so Leben? Ach, wahrscheinlich dieser schwarze Balken ist das, was ich maximal so regenerieren kann, denke ich mal. Also wisst ihr, ohne Heiltränke, ohne der Fähigkeit, also diesen Blutpakt oder wie das heißt, warte mal, wie heißt denn das? Blutheilung. Nein, bitte nicht machen, will ich nicht. Ja, und ich glaube, das ist darauf bezogen. So, wenn wir das Kupfer haben, gehen wir erstmal zurück wieder, würde ich sagen, ja. Dann müsste auch schon wieder bald Sonne sein. Quatsch, Sonne. Das ist man so gewöhnt von anderen Spielen, ne? Dann müsste bald schon wieder Nacht sein. Ja, geht genau gleich. Wir haben schon 5, 6 Uhr. Aber warum ist das so blutrot überall? So angeschlagen bin ich doch gar nicht. Warum ist das so blutrot? Ich weiß es nicht. Regeneriere ich nachts vielleicht schneller? Nee. Ah, okay, seht mal, ich glaube 50%, es waren keine 50%. Ich wollte jetzt sagen, ja klar, bei 50% Leben hört es auf, rot zu sein, aber auch nicht. Das war deutlich anders. Okay.
Was haben wir denn hier oben? Guten Tag, der Herr. Noch mehr Kupfer. Boah, die haben hier schon geile Sachen. Oh, tut das gut, sich einfach normal bewegen zu können. Schön, danke schön. So, meins. Okay. Hier hinten müsste es doch auch noch Kupfer geben, oder? Ja, sicher, bestimmt. Oder auch nicht. Sicher, bestimmt. Nee. Okay, dann warte mal, das da hinten. Das sind, was seid ihr denn? Das sind Edelsteine. Naja, dann nehmen wir die mit. Dann nehmen wir die mit. So, jetzt noch einmal da hoch. Und da bin ich mal gespannt. Da müsste ja eigentlich was ganz Besonderes sein. Oder es ist so wie bei uns, wisst ihr? Dass das halt irgendwas zum Wegsprengen später mal ist. Worauf ich auch schon sehr gespannt bin, was das eigentlich bedeutet. So, J. Die ganze Zeit prügelt der mir schon J rein. Was ist jetzt mit J? Was kann ich denn machen? Unheilig. Nüscht. Kenn ich nicht. Fähigkeit noch nicht freigeschaltet. Ja, aber was ist denn jetzt hier mit J? Also die ganze Zeit blinkst du? Ach so, wahrscheinlich weil ich die Wolfsform... Ah, bestimmt weil ich jetzt die Wolfsform bekommen habe oder so. Wird interessant, was wir noch so kriegen. Guck mal. Hui. Das heißt, um uns weiterzuentwickeln, müssen wir auch töten gehen. Also nicht einfach, du kannst dieses Spiel einfach schön bauen alles. Also doch, kannst du ja schon, aber... Wenn du wirklich was noch willst im späteren Spiel, musst du schon auch auf Jagd gehen. Finde ich nicht verkehrt. Im Gegenteil. Höhlen, Höllen oder Höhlentrompetenpilze, irgend sowas. Höllenkriegstrompete. Und hier hinten ist genau das, was wir gesagt haben, ne? Das heißt, okay, diese Ebenen können wir mal so ein bisschen festhalten. Bringen uns immer irgendwas zum Sprengen. Okay. Ja, wahrscheinlich nicht nur hier, aber halt auch. So. Okay. Soweit, so gut. Ich würde mir jetzt noch irgendeinen Port wünschen. Nicht nur diesen, wisst ihr, nicht nur diesen am Anfang. Diesen einen Portweg, sondern dass man selber Portale aufbauen kann. Da bin ich mal gespannt, ob es das gibt. Weil dann könnte man später mehrere Basen bauen, weil wenn du schon so ein riesiges Vampirschloss bauen sollst, was ja unfassbar erstmal geil ist, aber dann ist es halt blöd, wenn du dort nicht ein Portal hinbauen kannst, weil das bedeutet wiederum, naja, dass du mehr oder weniger immer im Endgame-Gebiet dann irgendwo nochmal alles aufbaust und dann irgendwo zwischendrin, was sich logistisch anbietet. Oder du nimmst die ganz am Anfang und schleppst halt wirklich alles dahin, was halt echt unfassbar nervig sein kann auch noch. So, den saugen wir mal aus, auch wenn er nur 26 hat, aber es ist egal. Wir brauchen wieder Blut. Jam, 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 jam. Ja, und dein Herz nehme ich auch mit. Also, das darf man eigentlich nicht zu laut sagen. Dein Herz nehme ich noch mit. Blut will ich von dir haben. Ein bisschen unangenehm, ne? Okay, auf nach Hause. Auf nach Hause, ihr Lieben. Ich sehe aber nicht, dass es Kupfer respawnt. Glaube ich echt langsam nicht mehr, ne? Okay, cool. Das heißt, du kannst die Gebiete abfarmen. Nee, Leute, das kann nicht sein. Die Gebiete abfarmen. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass es einen Multiplayer hat. Klar ist die Karte jetzt nicht gerade klein, ne? Aber trotzdem. Wenn das einen Multiplayer hat, heißt das... Ah, warte mal. Doch, es kann Sinn machen. Um die Leute ins PvP so ein bisschen zu zwingen, wisst ihr? Ach ja, interessant auf jeden Fall. Interessante Designentscheidung, wenn das so sein sollte. So, wir können uns unsere Kupferaxt bauen. Dazu brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Und dann brauchen wir das. Ein Brett. Leute, ihr jetzt verschaukelt mich nicht. Sagt nicht, dass es jetzt an Brettern fehlt. Also das wäre es jetzt echt gewesen. Wir tun aber direkt die nächsten Bretter in Auftrag geben. Was ist denn das hier? Wieso ist hier wieder... Wieso ist hier gewuchert, das Zeug? Sauerei. Bitte rüber. Einfach mit Rechtsklick rüberziehen, ne? So, du kommst auch her. Bretter haben wir genug. Bitte einmal die Kupferaxt. So, jetzt bin ich mal gespannt. 9 Schaden macht die. 8,9 physische Kraft an Kreaturen. Aber das ist halt... Ja, das ist close, ne? Ja, wir brauchen unbedingt die Kupferbahn noch. Für den Speer. Ich hätte jetzt gedacht, also es ist, das Ding wird jetzt schon noch mehr Schaden machen als unser
als unser Speer, aber effektiv ist es trotzdem so rum dann besser. Okay, gut. So, mach mal den Schmarrn alles da rein, bitte. Wieso? Ach so, der braucht eine gewisse Menge, warte. So. An das System mit diesem Button, also wie gesagt, ich feiere das hart, aber ich muss mich daran erst gewöhnen. So, du bitte auch hier rein. Komm mal hier runter, wartet, das sind Blümchen. Blümchen und Pflanzen. Bitte einmal sortieren, dankeschön. Du bist auch ein Blümchen. Oh, ganz schön viel Leder haben wir. Echt richtig, richtig viel Leder mittlerweile. Also für den Anfang viel Leder. Nicht Leder, Quatsch, hier Tierhäute. Brauchen wir aber auch, erinnert euch dran, die Jägerin, wenn wir die töten, das haben wir am Blutaltar gesehen, kriegen wir ein neues Rezept für die Gerberei. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann eben die Kräuter brauchen, ne? Ach, wait, warte mal. Ach. Aha. Das heißt... man kann einmal... Okay, interessant. Man kann es halt einmal verbessern und einmal baut man es dann neu. Okay, cool. Ab einem gewissen Grad. Ja, sie sehen halt auch anders aus. Und nicht mal so schlecht, ne? Was macht ihr denn hier? Jungs, hallo. Was soll das denn? Mir wäre es jetzt recht, wenn jetzt ein richtig hoher dabei wäre. Nee, 1%, das ist halt nicht. Oh. 6% auch nischt. 1% nischt. 7% nischt. Was hast du? Ich seh nur Knochen. Nein, stopp. Oh, fuck. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er gehabt hätte. Ach, Mist. Was aber die Überlegung wäre, bevor wir hier Mrs. Bogenschützin weghauen, dass wir uns nochmal den Barbaren Buff holen, ne? Wäre eigentlich doch eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, holen wir uns erstmal das. Und es wird wieder Tag. Oh ne, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. So, auf jeden Fall haben wir davon mehr als genug. Das ist schön. Ich und mein Kupfer. So, ich glaube noch... Oh, noch ein Kupfer. Bitte haben wir genug. Ja, lauf durch. Kupfer. Und jetzt alle Leute. Kupfer. Ah. Wie lang 8 Sekunden sein können, meine Damen und Herren. Jetzt komm her. Dankeschön. So, und wenn wir zurückkommen, müssten wir auch genug Kupfer dann haben für die Kupferkeule. Auf die freue ich mich schon richtig. So, bau uns jetzt den Speer. Wie sieht's hier nochmal aus? Wisst ihr was? Kommen wir auch noch das andere Holz rein. Scheiß drauf. Notfalls müssen wir wieder farmen. Ganz ehrlich. Notfalls gehen wir wieder farmen. So, das so, genau. Bitte das auch rüben. Wobei, ne, den können wir in der Tasche lassen. Machen wir einfach rüben rein. Also einfach in der Werkbank oder einfach direkt im Holzfäller-Ding, ne? So kann man ein bisschen sparen. So, du kommst hier noch mit rein, sehr schön. Hier rein, sehr schön. So, die Frage, die sich mir jetzt stellt. Kann ich das konsumieren? So sagen, hey, Skoll. Nee. Naja, vielleicht gibt's da... Also davon gehe ich sogar aus. Davon gibt's bestimmt später eine Möglichkeit, das Zeug zu konsumieren. Da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. So, das Kupfer sollte durch sein. Na, Halleluja. Na. Oh, da ist er. Da ist er. Anstatt 6, 9 und ja, schön. So, das lassen wir mal so, das lassen wir mal so. Sehr schön. Aha. Das ist interessant. Okay, das ist richtig, 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 richtig interessant, dass diese Nachricht hier in einem Single-Player steht. Das heißt, du bist trotzdem die ganze Zeit mit denen ihrem Server verbunden. Okay. Das ist auch das, was ihr in den ersten ein, zwei Folgen immer mal kurz gesehen habt. Achso, warte mal, wir müssen erstmal... Ja, wir müssen die Jägerin noch verbinden. Das ist das, was ihr in den ersten ein, zwei Folgen gesehen habt, dass da mal ganz kurze Lags kamen. Das war nicht wegen meiner Hardware, sondern das ist halt einfach so, derzeit kann das mal noch kurz passieren. Aber ich bin deswegen nicht drauf eingegangen. Leute, erster Tag, vollkommen okay. Okay, ihr Lieben, und in dem Sinne, damit wäre auch schon wieder die nächste Folge rum.
Wir sehen uns, wenn wir auf die Jagd nach der Bogenschützin gehen. Bis bald. Ciao, ciao.